Wer an die Panzer des Kalten Krieges denkt, denkt heutzutage meistens an diese großen Namen wie T-55 oder Leopard, an den T-72, den M1 Abrams, die großen bekannten Panzer eben. Gerade in Deutschland wird ein wichtiger Panzer dabei oft vergessen und das ist der M60, der Panzer, der neben mir steht. Das ist verständlich. In Deutschland ist das Vorgängermodell der M47 und der M48 durchaus benutzt worden. Das gehörte zur Ersterstellung der Bundeswehr. Aber nach den M48 folgten in Deutschland die Leoparden. Bei der US-Armee folgten nach dem M48 die M60, diese Fahrzeuge. Diese Fahrzeuge sind 1959 in kleinen Zahlen produziert worden, ab 1960 dann in großen Zahlen in den Dienst gegangen und sind auch in nicht weniger als 20 Staaten exportiert worden. Und sie haben an relativ vielen Kriegen teilgenommen. Das heißt, dieses Fahrzeug ist wirklich im Kalten Krieg aktiv gewesen. Im Yom Kippur-Krieg wurden viele von diesen Fahrzeugen eingesetzt. Sie wurden im Iran-Irak-Krieg eingesetzt. Die Israelis setzen sie in der Form des Magak, also in einer sehr stark veränderten Variante, immer noch ein, von 1982 bis in die späten 2000er im Gazastreifen. Und die Marines sind 1991 noch in Operation Desert Storm mit nicht weniger als 277 dieser Fahrzeuge in den Angriff übergegangen, weil sie gesagt haben, dass der M1 Abrams, der ihnen angeboten worden war, für ihre amphibische Kampfweise nicht geeignet ist. Das heißt, dieses Fahrzeug ist lange mit durch den Kalten Krieg gegangen und wird bis heute noch eingesetzt. Die türkischen M60, die heute durch Syrien fahren, sind die direkten Abkömmlinge, teilweise sogar wirklich nur veränderte Versionen aus den 60er, 70er Jahren dieser Fahrzeuge. Vor allen Dingen aber war der M60 eben lange Jahre der Hauptkampfpanzer der US-Armee, obwohl er ursprünglich nur als Übergangsfahrzeug geplant war. Das bedeutet, dieses Fahrzeug war Rückgrat und Arbeitspferd der US-Armee und damit die Grundlage der Verteidigung von Europa im Kalten Krieg und damit zu Unrecht ein vergessener kalter Krieger. In den Wirren des Volksaufstandes 1956 in Ungarn hatte ein britischer Militärattaché die Möglichkeit, einen der neuen sowjetischen T-54 zu begutachten. Und das Fahrzeug war ein ziemlicher Schock, besonders für die Amerikaner. Der neue T-54 war im Vergleich zu ihrem M48 nicht nur leichter und kleiner und besser geformt, er hatte gleichzeitig eine größere Kanone und war mobiler im Gelände. Das bedeutete aus Sicht der Amerikaner, es musste dringend etwas passieren. Der M48, der seinerseits nur eine Notlösung gewesen war, brauchte jetzt wirklich einen Nachfolger. Und deswegen gingen die Experimente los, was man als nächstes anschaffen wollen würde. Zu diesem Zweck hat General Maxwell Taylor 1957 eine Gruppe gegründet, ein Think Tank sozusagen, die sogenannten ARCOV. Das waren einige Leute, die darüber nachdenken sollten, in welche Richtung die Panzerei bis 1965 ungefähr gehen könnte, vor allen Dingen unter dem Eindruck der Atomwaffen. Also welche Konzepte, welche Ideen könnte man mal völlig frei in Panzer einbauen, was würde Sinn ergeben? Da wurden sehr viele neue Gedanken geformt, beispielsweise ging der Trend dahin, dass man Kanonenrohre eigentlich für überflüssig hielt oder noch für sekundär betrachtete und auf Lenkraketen setzte. Also es wurden ziemlich viele komplexe und revolutionäre Ideen formuliert nach diesem Schock des T-54. Nun ist es aber so gekommen wie ganz oft, die Realitäten haben die Projekte eingeholt, die Kosten sind explodiert, die Erprobtheit der bereits bekannten Elemente des M48 war plötzlich verlockend und es herrschte auch ein gewisser Zeitdruck durch den T-54. Es herrschte außerdem ein Zeitdruck, weil das Bureau of Budgets, so eine Art Rechnungshof mit Exekutivbefugnissen, zudem gesagt hat, ab 1961 darf der M48 nicht mehr gekauft werden. Das ist vorbei. Aus wirtschaftlichen Gründen darf der nicht mehr angeschafft werden. Das heißt, der Zeitdruck, einen neuen Panzer zu entwickeln, wurde jetzt auch aus innerpolitischen Gründen immer dringender. Und aus diesem Grund hat man sich entschlossen, eigentlich alle revolutionären Aspekte über Bord zu werfen und den M48 einfach evolutionär weiterzuentwickeln, neue Kanone einzubauen, neue Panzerung, neue Formgebung, mal alles in kleinen Schritten, in überprüfbaren Schritten, in Schritten, die man berechnen konnte. Und so entstand der M60, der in seiner Typenbezeichnung auch das Wort Interim hatte, also eigentlich bezeichnet wurde als Übergangslösung, weil sich diese Gruppe noch den Weg frei halten wollte, doch nochmal ein Experimentalmodell, doch nochmal ein revolutionäres Modell zu schaffen, aus dem dann aber lange nichts geworden ist. Der M1 Abrams hat einige Züge davon übernommen, aber der wirklich revolutionäre Panzer kam nie. Der M60 blieb lange Jahre der Standardpanzer der US-Armee und hat so seine Rolle auch gut erfüllt. Das Arbeiten im Panzern ist immer eine klaustrophobische Erfahrung. Es ist einfach ein enger Arbeitsplatz von Stahl ummantelt mit Treibstoff um einen herum, Munition, andere Menschen und viel Stahl, die komplette Welt eingrenzt. Das ist mal mehr, mal weniger so. Die sowjetischen T-Panzer waren sehr eng und sehr klein. Die amerikanischen und die anderen westlichen Panzer, wie dieser M60 hier, haben der Besatzung mehr Raum geboten, mehr Platz zum Arbeiten, mehr Platz zum Leben wirklich. Aber trotzdem, es war wenig Platz drin, es war eng.
Das führt ein Bauteil in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und das ist die Luke. Wenn man nicht gerade im Gefecht ist, hat man gern die Luken auf, wenn es geht, weil Luken Frischluft und Tageslicht vermitteln. Panzer ist per Definition im Zug, er hat keine Fenster, es ist dunkel, es ist ohne Frischluft. Das heißt, diese Bauteile können im Einsatz für die Besatzung relativ wichtig werden. Nun ist es so, dass die meisten Armeen ihre Soldaten in den Panzern so ausbilden, dass jeder Soldat die Aufgaben des anderen mit übernehmen kann. Das heißt, man kann schon mal die Plätze tauschen, wenn sich die Möglichkeit bietet. Und das wiederum bedeutet, dass die Plätze mit Luken begehrter waren als die Plätze ohne Luken. Das kann man in diesem Fahrzeug wunderbar verdeutlichen. Hier sehen Sie die Luke für den Kommandanten, der hier drunter gearbeitet hat. Hier ist die Luke für den Ladeschützen, der hier drunter gearbeitet hat. Der Richtschütze hat keine eigene Luke, im Gegenteil. Er muss durch eine Luke einsteigen und dann noch ein Stockwerk tiefer, wirklich in den Bauch des Panzers, ganz, ganz tief unten, ohne Licht von außen, ohne Frischluft. Der einzige Blick nach außen, überhaupt was von der Welt wahrzunehmen, sind die Zielfernrohre verschiedener Form. Das bedeutet, die Erfahrung da drin ist sehr, sehr klaustrophobisch. Dieser Platz ist wirklich sehr von der Außenwelt abgeschnitten. Und das bedeutete, dass teilweise sehr darum geschachert wurde, wer diesen Platz einnehmen musste, wenn ein längerer Überlandmarsch anstand. Sodass man sagen kann, die Luken sind eine harte Währung bei der Panzerbesatzung. Einige US-amerikanische Panzer wurden nach bekannten Generalen benannt, zum Beispiel der Sherman, wenn auch nur von den Briten, oder eben der Abrams. Es gab auch einige Patton-Panzer, benannt nach George Patton, einem der berühmtesten amerikanischen Generale. Und nicht weniger als 4 verschiedene Panzer sind unter diesem Namen bezeichnet worden in der Allgemeinheit, aber nur 3 haben diesen Namen wirklich bekommen. Der erste Panzer war der M46, der im Juli 48 offiziell als The General Patton benannt wurde. Das heißt, man hat diese M-Bezeichnung beibehalten und hat ihm diesen Spitznamen dazugegeben. Der M47 ist dann im April 52 auch als General Patton II bezeichnet worden, später als Patton 47. Und der M48 hat die Reihe dann voll gemacht und ist im März 53 als Patton 48 bezeichnet worden. Das heißt, das sind die offiziellen Patton-Panzer. Der M60 wird ganz oft auch so benannt, weil er eben, wie wir gerade gehört haben, die logische Weiterentwicklung des M48 ist. Das Wichtige ist, dieser Panzer hat den Namen offiziell nie bekommen. Jetzt müsste man natürlich darüber nachdenken, warum das so ist. Offiziell benannt wurde er als 105mm Gun Full-Tracked Combat Tank M60. Das bedeutet, es wurde einfach beschrieben, was es ist und sonst nichts. Plausibel wäre anzunehmen, dass die Entwickler deutlich machen wollten, dass sie sich von der alten Linie gelöst hatten, dass sie ein neues Fahrzeug gebaut haben. Wir haben aber gerade gehört, dass das ja genau nicht der Fall war. Also vielleicht war es eine politische Verschleierung, um klarzumachen oder deutlich zu machen oder vorzugeben, dass dieser Panzer moderner war, als man eigentlich tatsächlich unter der Haube versteckt hatte. Das führt auch dazu, darüber nachzudenken, wie irreführend manchmal Versionsbezeichnungen sein können. Panzernamen, Spitznamen und so weiter und so fort. Vom M60 gab es 3 große Versionen, den M60 A1, A2 und A3. Der A1 war eine logische Weiterentwicklung des M60, da hat sich die Weiterentwicklung noch an Grenzen gehalten. Der A2 klingt auch so, war aber fast ein ganz anderes Fahrzeug, hatte einen komplett anderen Turm, ein ganz anderes Waffensystem und war innen drin auch mit ganz anderen Systemen vollgestopft, hat sich auch nicht besonders bewährt. Und der M60 A3 war dann wieder sozusagen ein Rückschritt zum konventionelleren Design, hat aber durch einfache Verbesserungen regulärer Natur, also ein Wärmebildsystem, Entfernungsmesser, Windsensoren und dergleichen, einen enormen Kampfwertsprung gemacht. Das heißt, der M60 A3 ist ein Riesensprung, obwohl er mit der A2 und A3-Nummer so klingt, als wären nur Kleinigkeiten verändert worden. Das bedeutet, so trocken die Panzergeschichte manchmal ist, wenn es um Versionsnummern geht, Eigennamen oder Bezeichnungen auf den Dienstvorschriften und so weiter, das genaue Hinlesen, das genaue Hingucken, was es eigentlich bedeutet, ist oftmals recht gewinnbringend, wenn man was darüber erfahren will, wie die Panzer entstanden sind und was sie geleistet haben.